herzlich willkommen zu Part Nummer 3 müsste das schon sein. Ne, Part 4. Komme ich schon selber durcheinander. Zu Part Nummer 4 von Let's Play Horizon The Wild. Ne, The Frozen Wilds. Ich bringe das immer wieder durcheinander. So, wir können uns erinnern, wir haben hier aufgehört. Wir haben hier das Becken geflutet. Gut. Wir haben das Becken entriegelt, beziehungsweise... Gut, ja, so kann es auch gehen. Spiel zu Ende. Das Becken haben wir entflutet, so rum. Und wir wollten eigentlich jetzt auf dem Weg dahin, um das zu kontrollieren. Wie das da unten aussieht. So, Ela, könntest du dich zur Kante fallen lassen? Dankeschön. Hier müssen wir aufpassen. Ich kann hier nicht einfach runterhüpfen, wie man gesehen hat. Das ist dann doch leider etwas tödlich. Aber wir kommen da relativ zügig runter. Eloy ist ja da doch schon sehr begabt. Da kommst du jetzt wohl da runter? So. Wie, was sollte ich mir denn jetzt da angucken? Ach, das ist schon die Verlasse Graufang. Ich dachte, wir könnten da drinnen noch sein. Aber mal gucken, was jetzt kommt. Ach doch, wir sind wieder draußen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Wasser sinkt. Und dem Klang nach zu urteilen, ist Laulei bereits am Loch. Macht sie da schon ihre Mucke? Meine, freut mich ja für sie. Gönne ich ihr, ja? Bin ja gespannt. Also das müssen wir in diesem Part auf jeden Fall machen. Also einen Fokus drauf setzen. Was das... Was sind das denn für Geräusche, bitte? Klingt ja eher wie so ein Mausekot. Also klingt jetzt ungesund, müsste ich sagen. Klingt wie SOS oder was auch immer. So, schnell speichern, ganz klar. Die haben auch noch was liegen lassen, sehe ich gerade. Textnachricht. Was haben wir denn da für eine Textnachricht, bitte? An Shelly Grant McKenzie von Laura Vogel betrifft Abgasspritztour. Okay, du glaubst mir nie, was mir gestern Abend auf dem Weg nach Hause passiert ist. Erst war da dieses Geräusch wie ein Schwarm Killerbienen, die gerade aus einer Blechdose entkommen. Dann ein komisches Licht zischt zwischen den Bäumen. Ich habe schon gehofft, es wären Aliens, aber nein, es war eine dieser alten blauen LEDs. Sieht im Schnee echt gruselig aus. Ich bin näher ran und... Dann kam der Schrei, so ein komisches, kehliger Männerschrei, klang, als ob ein Typ gerade irgendein Macho-Urschrei-Therapie machen würde und schon mit 200 PS zwischen den Beinen. Dieser Typ war niemand anderes als Dodd Blevins, unser neuer Sicherheitschef, oder wie auch immer sein Titel lautet. Es ist ernsthaft auf einen alten Schneemobil herumgefahren. Diese Teile sind tausendmal umweltschädlicher als ein Auto aus der Zeit der Verbrennungsmotoren. Meine fachkundige Meinung dazu, Blevins ist ein riesengroßes Rindvieh. Aber ich habe trotzdem nicht den Sicherheitsroboter auf seinen Schwabbelarsch gehetzt. Es ist schließlich die nächsten 2 Wochen quasi unser Boss. Doch jetzt halt dich fest, Shelly, denn dir werden die Ohren schlackern, wenn du hörst, was ich stattdessen gemacht habe. Ich stand direkt neben einem der Wegweiser und Blevins war in meiner Richtung unterwegs. Also habe ich das Schild umprogrammiert, sodass die Richtung von Fairy Falls und Purple Mountain vertauscht wurden. Genial, oder? Da oben kommt man mit einem Schneebummel niemals hoch. Hoffentlich ist er schon schön aufgelaufen und musste zu Fuß zur Hütte zurück. Ich werde wohl noch, bevor hier alles immer dicht gemacht wird, meinen ersten Vorfallsbericht verfassen. Ich könnte es natürlich wie immer gut sein lassen, aber wo bleibt da der Spaß, Shelly? Wo bleibt der Spaß? Okay, eine alte Nachricht von dem Chef. Da wurde der ein Chef anscheinend verarscht. Würde ich sagen. Wo ist das Schweinchen? Ich habe es doch gesehen eben, oder nicht? Bin ich blind? Wir müssen ja alles mitnehmen, was wir kriegen können. Schweinchen. Blümchen. Alles. So, jetzt aber schnell Zakikowski.
Da haben wir Gegner. Was ist das da? Das hatten wir da vorher nicht gehabt. Aus der Entfernung, glaube ich. War mir jedenfalls so. Nö, nimmst du das Blümchen wohl mit? Wirklich drauf. Was ist das da? Achso, ist einfach nur ein Kristall, der leuchtet. Da war auch noch was. Also diese Klopfgeräusche klingen eigentlich irgendwie nach SOS, also ungesund. Also ich hoffe nicht, dass das die Musik ist, von dem die Rede da ist, weil... jetzt hört man es aber. Doch schon besser. Das klingt schon wieder geil. Das Geräusch wird lauter. Speichern wir mal ab. Hoffentlich ist hier nicht zugestoßen oder irgendwas folgt ihr da heimlich. Man weiß ja nie in dem Spiel. Sie hatte recht mit dem Geräusch. Klingt komisch. Das klingt absolut komisch. Also, ich finde es jetzt nicht unbedingt schön, um ehrlich zu sein, aber gut, wir gucken mal, was sie da die Sachen macht. So, jetzt können wir da runter. Vorher war ja alles voller Wasser. Jetzt muss man hier aber ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich hier wieder so eine Fallaktion durchführe. Da haben wir noch was. Okay, ich breche das mal ab. Boah, ist das laut. Hallöchen. Du freust dich, wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Ja, gerne. Bitte, nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Das hat sie uns gegeben. Blauglanz. Ich glaube, Blauglanz brauchen wir für gewisse... Ist eine seltene und wertvolle Ressource. Tausche es bei speziellen Händlern gegen extrem starke Waffen und Rüstung ein. Gut zu wissen. Okay, also anscheinend finden wir noch eine bessere Rüstung. Würde ich jetzt mal so aus da draus heraushören. Aber das war's anscheinend. Mehr ist hier nicht. Schade eigentlich. Trophäe! Die Flut vertrieben. Na, seht ihr, Leute. Haben wir eine kleine Nebenaufgabe gemacht und schon die erste Trophäe bekommen. Hier haben wir noch irgendwas... Notizbuch. Frozenwild, Text, Datenpunkt, Quest. Lieber niemand. Das ist auch schön. Die Automobile sind unterwegs. Meins bringt mich zu meinem Apartment in Kolin. Iris bringt sie zum Veggieport. Sie hat heute ihr Gepäck mit der mit auf Arbeit genommen. Alles, was sie besitzt, verstaut in zwei kleinen Koffern. Sie trägt die schicksten Klamotten, in denen ich sie je gesehen habe. Für meine Mama, sagte sie. Sie hat mir das Outfit gekauft. Man glaubt es kaum. Normal wäre mir das ja egal, aber ich weiß nicht. Sie hat gerade eh schon viele Sorgen. Wir laufen heute durch den Damm, hören uns all die Aufzeichnungen an, lassen all die Nachrichten, die vielleicht... Was? Und vielleicht ist es so eine... Aber natürlich halten wir auch nach der Schule Kontaktsache, aber ich habe keine Angst mehr, Laura zu verlieren. Wir sind eine Familie. Wir haben uns nichts geerbt oder miteinander abgefunden. Wir haben uns ausgesucht... Und keine noch riesige Entfernung, keine Penner in schlecht sitzender Anzügen, keine unterwürfigen Roboter werden uns auseinanderbringen. Also hör zu. Falls das hier wirklich mal irgendjemand finden sollte, hier ist die Wahrheit. Es gab diese Band namens Concrete Beach Party und für einen kurzen Augenblick war sie die beste Band der Welt. Und du, wer auch immer du sein magst,
hast riesiges Glück, weil du die einzige Person bist, die sie jemals hören wird. Bis niemals. Die letzten Mädels der Welt. Okay, ziemlich traurige Nachricht, muss man ja mal sagen. Ah, guck mal, so viel Sets gibt es anscheinend nur. Das ist jetzt nicht unbedingt ganz viel. Da haben wir ein kleines Pümerchen gefunden. Okay. Okay, gut, das war's. Jetzt kann man wieder raus, würde ich sagen. Und jetzt wollen wir den Schamanenpfad machen? Weiß ich ja nicht, wie er da Bock drauf hat. Schneller ging, glaube ich, nicht, ne? Beziehungsweise schneller muss jetzt auch nicht, weil ist ja schon schnell genug, finde ich. Okay. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Ja, da wissen wir ja, der ist kaputt. Oh, anscheinend gab es aber die Teile dort in der Nähe. Das hätte ich vielleicht, finde das Langhalsteil-Array. Ja, wollen wir das noch schnell machen, bevor wir die Hauptquest weitermachen? Ich meine, wäre schon geil, wenn wir das hier aufdecken würden, ne? Boah, was haben wir da oben? Geteilten, ja, finde, ja, ist auch am Arsch der Welt, ne? Puh. Also interessant ist, dass wir ja echt wenig gefunden haben. Also, das ist, also es wirkte groß, so möchte ich das sagen. Supporten lohnt sich jetzt nicht wirklich dafür. Von da aus, ich bleib einfach mal... Moment, wir haben das doch bestimmt als Nebenquest. Nee. Langhals, da. Dann machen wir die mal aktiv. Und sie macht ihre Musik. Aus der Entfernung könnte man... Werde ich bestimmt noch oft durcheinander kommen und... vermuten... Ich weiß nicht, inwiefern sie die Tiere jetzt aufscheucht. Ich würde behaupten nämlich, dass sie die aufscheucht. So. Das war noch einfach. Ich weiß nicht, also klar, das ist ja die Musik so gesehen. Das hebe ich mir für später auf. Für diesen Bereich hier, ne? Also hat ja schon irgendwo Hand und Fuß, aber weiß nicht. Ich glaube, es gibt schönere Sachen, würde ich sagen. So, jetzt gehen wir nochmal zum Langhals, wo wir ja eigentlich schon eh waren, aber ich habe mich da ein bisschen ablenken lassen. Ich dachte, diese Teile, die wir da finden müssen, sind wirklich am Arsch der Welt, im weitesten Sinne. Aber, dem ist ja nicht so. Die sind ja doch hier irgendwo in der Nähe. So, den nehmen wir natürlich mit. Wenn er uns schon vor den Näsele läuft, dann werden wir den auch gleich mitnehmen. Naja gut, das ist jetzt nicht unbedingt so das schönste Tier, was wir jetzt... lecker! Nom 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 nom, schöne Hackkeule, mein Freund. Ah, schön. So, hier sieht es wieder schön schneeig aus. Oh, das ist auch wieder so eine Begriffsklärung hier. Moment. Oh Gott, was sehe ich denn da? Lass mich raten, das wird direkt da oben sein. Wo die Gegner natürlich sind. Ja, ja. Ich kenne doch das Spiel. Ja, ja. Ja, ja. Gib mir Gegner, liebes Spiel. Gib mir Gegner. Wurde ich schon gesehen? Nee. Bin aber laut, sobald ich das... Was war das schon wieder? Haben die da schon wieder so ein Gerät, was... So. Wir holen uns mal ein Vieh her. Das müssten wir ja mit Einschlag, glaube ich, relativ gut besiegen können. So, komm mal her, Kleiner. Ja, komm zu Papa. Das war Nummer 1. Ich glaube, Nummer 2 kommt gerade zu uns. Hört doch mal auf, da rumzuwerken. Kommt doch mal her. Ach du Scheiße, es sind ja so viele. Ach kommt, Leute. Erledigt. So, kleiner Cut. So, weiter.
Weiter geht's. Oh, wir haben sogar das Lilalist fallen lassen. Sieht intakt aus. Ja, das ist schon mal das erste Teil. Na gut. Dann reparieren wir das Ding also im weitesten Sinne. Da bin ich ja mal gespannt, wie das Eloy hinkriegen will. So, wo haben wir die nächsten Stückchen? Was ist näher dran? Das wohl. Na gut, dann nehmen wir das wohl. So. Hier haben wir auch noch was. Wir müssen alles mitnehmen, liebe Leute. Wir müssen es mitnehmen. Alles gefriert. Der Boden. Die Luft. Schittendüdü. Da kommt was auf uns zu. Na komm her. Du hast uns doch schon gesehen, oder nicht? Ach so. Alter, scheiße, nee. Was zum Henker? Wow, der ist böse. Ich weiß nicht. Ich muss den, glaube ich, eher... Alter, nee. Alter, nee, der rotzt mir mein Leben runter hier. Ich bräuchte eigentlich eine andere Waffe, glaube ich. So habe ich das Gefühl gerade. Brennt wieder nämlich nicht wirklich. Nee. Das interessiert den absolut gar nicht. Okay, er ist jetzt angehittet. Alter! Alter Falter! Okay, ich habe Probleme. Wir haben jetzt nur mehr Gegner als... Als uns lieb ist gerade, das gefällt mir nicht. Alter! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Kampf so heftig wird. Okay.
Gott, mein armes Herz, das ist der längste Kampf meines Lebens. Alter! Was willst du, kleiner Kack? Oh Gott! Herr im Himmel! Das muss ich anders machen. Also irgendwie anders. Aber nicht so. Ich weiß nicht, wie lange der Kampf jetzt gegangen ist, aber auf jeden Fall ordentlich lang. Ich habe ordentlich Sachen verbraucht. Ich muss mir unbedingt Tränke herstellen. Puh, da sind wir voll. Das hat er alles schon wieder aufgewertet. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das automatisch gleich wieder... So, dafür brauche ich schon wieder Truthahnhaut. Volles Upgrade. Upgrade. Maximales Upgrade. Okay, und da können wir anscheinend nichts mehr mitmachen. Puh, Holla die Waldfee. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lange der Kampf gegangen ist, aber das Problem ist, irgendwo sind hier noch Gegner, die auf uns aufmerksam sind. Das sind wieder die Piepmetzel. Das verbessert meine Chancen. Naja, ich hoffe nur, wenn da noch so ein Vieh drin ist, dass ich das dann ausräuchern kann. Okay, ich sollte mir... Die sind aber auch böse, die Gegner. Halleluja! Eines der Langhalsteile. Echt schwer. Ach so, die können mich auch noch selber natzen. Okay, da haben wir wieder spezielles Werkzeug. Alter Falter, mein lieber Herr Gesangsverein, das letzte Material ist dort oben. Mhm. Ja, dann besorgen wir uns das doch mal. Da oben soll es sein. Aha. Alter Scheiße, nee. Heftig, heftig, heftig. Puh. Aber wir sind nicht draufgegangen. Immerhin, schon mal ein Upgrade, würde ich sagen. Im Gegensatz zu anderen Parts. So, komm, du kommst ja da wohl hoch, liebe Eloy. Sagt der Part. Die Länge, ja, geht noch. Ja, das war mal einer. Was haben wir denn da? Achso, ist ja nur ein kleiner Scheißer. Ja. Nur ein kleiner Scheißer wird uns ja nicht scheißer. Piff. Einmal Glubschikowski. So, der nächste Gegner wird natürlich nicht lange auf sich warten lassen, würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich wird er genauso gut bewacht wie eben das, was wir eben erlebt haben. Würde ich mal behaupten. Von da aus. Kleine Zierpflanze. Können wieder Kräuter sammeln. Helfen. Hallo. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Diese Ziegen, ich treffe die einfach nicht. Popo! Jawohl. Ab in den Popo mit dem Pfeil. Das macht die Ziege geil. Verstehe.
sind die Treppe. Nicht runterfallen, bitte. Sollte was trinken? So, erstmal einsammeln. Der hält aber auch mehr aus, kann das sein? Wir haben nur noch einen Piepmatz. Okay, auch erledigt. So, lieber Langhals, dich kriegen wir doch wieder zusammengebaut. Eloy, was tust du? Oh, war tief. Scheiße. Kommen wir da überhaupt drauf? Lass mich raten, jetzt bin ich ganz, ganz unten. Scheiße. Gut, nicht aufregen, nicht aufregen. Wir kommen da oben schon hin. Bestimmt. Irgendwo wird es ja da wahrscheinlich rumflattern, liegen, wie auch immer. Aber wo? Wahrscheinlich da ganz oben, würde ich behaupten. Liebes Spiel. Wo liegt denn der Vogel? Das nicht gesehen. Ja, wunderbar. Besser hätte der Vogel hier ja nicht fallen dürfen. Es geht ganz schön schnell. Dieses Langhalsteil ist noch ganz. Okay. Wir haben's, liebe Leute. Wir haben's. Jetzt dürfen wir hier einfach nur nicht drauf gehen. Alles andere ist egal. Okay, gut. Autsch. Ja, das ist nicht so prickelnd. Dann nehmen wir noch mal was mit. Alles mitnehmen, hat keine Miete zahlt. So, Langhals. Jetzt können wir dich endlich Reparidokowski. Mal gucken, was wir da so Schönes finden. Also ein Modul müssen wir anscheinend hier installieren. Nee. Das passt. Muss nur funktionieren. Boah, passt dir die Knorke, ey, du. Ja, sieht doch besser aus als vorher. Warum sich natürlich die Maschinen jetzt aus... Ich kotze hier gleich ab. Mit der Steuerung muss ich noch mal ein bisschen üben. Warum sich gerade die Maschinen gerade die Teile ausgesucht haben... Gut, kann man sich drüber streiten. Aber nichtsdestotrotz haben wir es repariert. Okay. Ich glaube, ich muss einfach nur seinen Stromfluss wiederherstellen. Wenn's so sieht's aus. Merkt's wenigstens keiner. Ja, oder das. Da hast du wohl recht. Hat die Aufnahme... Doch, hat er. Hm. Sehr schön. Ob mein Fokus hier etwas findet? Ja, das wird klappen. Liebe Eloy. Ein wenig Strom sollte helfen. Wow. Langsam. Wäre ja zu einfach. Cool. Wir haben ihn wieder zum Laufen gebracht. Lass mich raten, wir müssen da jetzt noch raus. Ich muss weiter nach oben. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage. Wie der jetzt langläuft. Ich weiß ja nicht, welchen Punkt jetzt Eloy da haben möchte unbedingt. Aber vielleicht wir sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Ich sehe, wo Mr. Langhals
Lauf, Eloy. Lauf, lauf. Na, das schaffen wir nicht. Wird bewacht. Wird natürlich bewacht. Hätte mich ja auch gewundert, wenn nicht. Hoffentlich läuft er nochmal einmal. Der läuft ja meistens irgendwie im Kreis. Von da aus sollten wir eigentlich die Möglichkeit haben, dass er da einmal im Kreis rumläuft. In der Hoffnung, dass wir ihn dann kriegen. So, dann sammeln wir in der Zeit halt ein bisschen was ein. Denk an die Sommersonne, wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Der läuft da oben lang. What the f. Nee, jetzt mal ernsthaft. Also, hä? Wir folgen dem jetzt mal ein bisschen. Das raff ich gerade nicht, wie... Hä? Wie er laufen will? Na ja gut, es gibt da nur ein paar Optionen. Scheiße. Ah, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Nicht von da oben. Da ist er jetzt schon vorbeigelaufen. Das wäre unsere letzte Möglichkeit gewesen. Okay, gut. Naja, sammeln wir ein. Kräuterchen kann man gebrauchen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Okay, gut. Darf da nicht langlaufen, hab verstanden. Ah, verdammt, da wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Gut, aber er läuft ja zu Schluss endlich wieder da lang und von da aus kann ich doch auch aufspringen. Dann haben wir es geschafft. Oh, hier haben wir noch was. Tarnungswege. Naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von Tarnung. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Kriegen wir hin. Nee, Leute. Das kriegen wir hin. Dann müssen wir die gesamte Karte aufdecken. Würde ich behaupten. Karte zeigen, plus 1, XP haben wir bekommen, Fertigkeitspunkte haben wir auch noch bekommen. Wow, Fertigkeitspunkt, das heißt, wir haben noch wieder ein Pünktchen. Machen wir mal den Absprungsschlag. Ja, dann bleibt ja nicht mehr viel. Haben wir nur noch 3 Pünktchen für den letzten Skill, dann haben wir alles. So, dann zeig uns doch mal die Karte. Upsala. Alter Falter. Ja, hier haben wir einiges zu tun, würde ich sagen. Da gibt es sogar eine Jägerprüfung. Fette Sache. Da ist auch nochmal eine Jägerprüfung. Ein Händler, ein spezieller. Graufang. Schamanenweg. Nicht schlecht. Wir haben einiges. Einiges gefunden. Okay. Gut. Aber guckt mal. Da oben ist noch ein Gebiet, was wir nicht anscheinend gesehen haben. Naja, mal gucken, was das ist. Hier haben wir auch noch wieder so einen Turm, würde ich behaupten. So sieht das jedenfalls aus. Da ist auch noch ein Turm. Oder was sollen das hier für Symbole sein? Schade, steht auch nichts da. Okay. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. So, ich muss leider einen kleinen Cut machen. Also das reicht für diesen Part. Hoffe, das hat mit der Aufnahme alles gut geklappt. Ansonsten tut es mir jetzt schon mal leid. Ja, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und falls nicht, dann sagt mir auch in den Kommentaren gerne, warum nicht. Und so, nur so kann ich dann auch wiederum was ändern. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Part und dann machen wir auch die Hauptquest weiter. Haut da Rinsen mit einem bekannten Grinsen. Schön mit dir.